Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Heute gibt es wieder eine Bibelgeschichte und um uns gemeinsam auf diese Zeit einzustimmen, zünden wir wieder gemeinsam unsere Kerze an. Du kannst das jetzt für dich machen, ich mache es jetzt hier bei mir zu Hause. Ich stelle sie hier hinten hin, damit du sie auch mit im Blick hast. In der heutigen Geschichte möchte ich dir gerne aus dieser Bibel vorlesen. Das ist eine Bibel, die man noch selber ein bisschen gestalten kann. Und zwar möchte ich dir heute die Schöpfungsgeschichte vorlesen. Die steht ganz vorne, wenn man sich das anguckt, da ist vorne, ganz vorne in der Bibel, in dem ersten Buch Mose, dem ersten Kapitel. Und ich lese sie jetzt vor. Ganz am Anfang machte Gott den Himmel und die Erde. Und das war so. Zuerst war alles völlig leer. Über der ganzen Welt war Wasser. Alles war finster und dunkel. Aber der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Da sagte Gott, Licht soll entstehen. Da entstand das Licht. Gott sah sich das Licht an. Es gefiel ihm gut. Dann trennte er Licht und Wasser. Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. So kam der Abend und schließlich der Morgen. Das war also der erste Tag. Dann sagte Gott, eine große Trennschicht soll mitten im Wasser entstehen. Sie soll das Wasser über ihr vom Wasser unter ihr trennen. Und so geschah es auch. Gott machte also die Trennschicht. Er trennte damit das Wasser oberhalb und unterhalb der Schicht voneinander. Gott nannte die Trennschicht Himmel. So kam der Abend und schließlich der Morgen. Das war also der zweite Tag. Dann sagte Gott, das Wasser unter dem Himmel soll an einem Ort zusammenfließen. Trockenes soll entstehen. Und so geschah es auch. Gott nannte das trockene Land, das zusammengeflossene Wasser nannte er Meer. Gott sah es sich an. Es gefiel ihm alles gut. Dann sagte Gott, auf der Erde sollen Pflanzen und Bäume wachsen, Wiesenblumen, Sträucher und Obstbäume. Alles soll seinen Samen haben, damit es sich vermehren kann. Es soll ganz verschiedene Sorten von Früchten geben. Da wuchsen aus der Erde verschiedenste Pflanzen und Bäume auf, Wiesenblumen, Sträucher und Obstbäume. Alles hatte seinen Samen, damit es sich vermehren konnte. Und es gab ganz verschiedene Sorten von Früchten. Gott sah es sich an. Es gefiel ihm alles gut. So kam der Abend und schließlich der Morgen. Das war also der dritte Tag. Dann sagte Gott, Lichter sollen am Himmel entstehen. Sie sollen den Tag von der Nacht unterscheiden. Man soll an ihnen den Tag und das Jahr bestimmen können. Sie sollen vom Himmel her auf die Erde leuchten. Und so geschah es auch. Gott machte auch die beiden großen Lichter. Das größere Licht sollte den Tag beherrschen, das kleinere Licht und die Sterne sollten die Nacht beherrschen. Gott gab ihnen ihren Platz am Himmel. So leuchteten sie auf die Erde und sie herrschen über den Tag und die Nacht. Sie sollten das Licht von der Finsternis unterscheiden. Gott sah es sich an. Es gefiel ihm alles gut. So kam der Abend und schließlich der Morgen. Das war also der vierte Tag. Dann sagte Gott, das Wasser soll voll von Lebewesen werden und der Himmel voller Vögel. So schuf Gott die verschiedensten Arten Wassertiere, vom größten Wal bis zum kleinsten Fisch. Das Wasser war voll von ihnen und so schuf Gott auch die verschiedensten Arten Vögel. Gott sah sie sich an. Es gefiel ihm alles gut. Dann sprach Gott folgenden Segen über ihn aus. Ihr werdet euch reichlich vermehren. Die Wassertiere werden die Meere ausfüllen, die Vögel werden sich über die ganze Welt ausbreiten. So kam der Abend und schließlich der Morgen. Das war also der fünfte Tag. Dann sagte Gott, es sollen alle Arten Landtiere entstehen. Tiere, die dem Menschen nützen, Tiere, die auf dem Boden kriechen und wildlebende Tiere. Und so geschah es auch. Auf diese Weise machte Gott die Tiere. Die Arten
wildlebender Tiere und Tiere, die dem Menschen nützen. Und er machte auch die Tiere, die auf dem Boden kriechen. Gott sah sie sich an. Es gefiel ihm alles gut. Dann sagte sich Gott, nun wollen wir die Menschen machen. Sie sollen uns ähnlich sein. Sie sollen die Herren der Welt sein. Sie sollen über die Fische und Vögel herrschen. Sie sollen über die Nutztiere, die Wildtiere und die Kriechtiere herrschen. Da machte Gott die Menschen. Er nannte den Menschen so, dass er ähnlich war wie Gott. Er schuf den Mann und er schuf die Frau, und beide waren ihm ähnlich. Dann sprach Gott folgenden Segen über sie aus. Bekommt viele Kinder, werdet viele Menschen, ihr sollt die ganze Welt erobern. Sie soll euch gehören, ihr werdet über alle Tiere herrschen, die Fische im Meer, die Vögel unter dem Himmel und über alle Landtiere. Dann sagt er zu den Menschen, schaut euch um. Alle Pflanzen und Bäume, die essbaren Samen und Früchte haben, sind für euch. Davon könnt ihr euch ernähren. Das restliche Grün ist für alles, was lebt. Es ist auch Nahrung für die Landtiere und Vögel. Und so geschah es auch. Gott sah sich alles an. Es gefiel ihm sehr gut. So kam der Abend und schließlich der Morgen. Das war der sechste Tag. So machte Gott also den Himmel und die Erde und alles, was dazugehört. Am siebten Tag war alles gemacht. Gott hatte sein Werk fertiggestellt. So ruht sich Gott an diesem siebten Tag von seiner Arbeit aus. Es war also wirklich alles fertig. Und Gott konnte nach diesem Werk ruhen. Deshalb machte er diesen siebten Tag auch zu einem besonderen Tag und segnete ihn. Das war die Geschichte davon, wie Gott Himmel und Erde machte. Ich bin ganz gespannt darauf, von dir zu hören oder zu sehen, was du über diese Schöpfungsgeschichte denkst. Schreib mir doch eine E-Mail an sarah.wilke@ev-jugend-halle.de oder schick mir eine Postkarte oder einen Brief an Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Halle, YouTube-Mitmachaktion in der Martin-Luther-Straße 7 in 33790 Halle. Ich freue mich auf deine Rückmeldung und wünsche dir noch eine gesegnete Woche. Wir sehen uns bald wieder und ich hoffe, dass du in der Zwischenzeit die Schöpfung draußen bei einem Spaziergang oder bei einem Spielplatzbesuch genießen kannst. Sei behütet. Amen.